Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frage und Antwort im Kita-Recht. Und wir hatten jetzt die Tage eine Inhouse-Schulung gehabt in einer Kita. Und da kam die Frage auf, ob es dann eigentlich unbedenklich sei, wenn die Kinder im Alter von 3 oder 4 Jahren den berühmten Frühstückswagen zu zweit oder zu dritt ganz alleine ohne die Begleitung einer Erzieherin oder eines Erziehers in die Küche zurückschieben. So, da haben wir natürlich gesagt, eigentlich ist das total unbedenklich, wenn die Kinder den Weg kennen, an dem Tag einigermaßen fit sind, keine Handwerker im Haus sind und sich die Erzieher vergewissert haben, dass das bis jetzt auch immer problemlos funktioniert und die nach 3-4 Minuten ganz stolz wie Bolle wieder zurück sind. So, nun gab es allerdings den doch recht gruseligen Vorfall, dass ein Kind in einer Kita in Norddeutschland mutmaßlich, muss man sagen, von einem Vater missbraucht worden ist, der das Kind dort wohl auf die Toilette gezerrt hat, und alles Weitere will ich hier nicht näher ausführen, sofern die Vorwürfe zutreffen sollten. Wir müssen zugeben, wir haben uns darüber noch nicht so hinreichend eine Meinung gebildet, ob das letztendlich unsere Einschätzung nachhaltig verändert. Denn es könnte sich einfach um einen solch atypischen Fall halten, der so eine derartig starke Ausnahme darstellt, dass man ihn nicht in seine tagtägliche Aufsichtsverpflichtung als Erzieher groß mit hineinrechnen muss, weil wer kann damit denn schon rechnen? Auf der anderen Seite steht zu fragen, ob nicht zum Beispiel in Zeiten, in denen noch großer Bring- oder Abholverkehr in der Einrichtung vorherrscht, man nicht ein bisschen genauer auf die Kinder aufpassen müsste, weil schlimmerweise solche Sachen auch passieren. Um es nochmal zu sagen, der Vater dieses einen mutmaßlich missbrauchten Kindes hatte sein anderes Kind dort in der Einrichtung gehabt. Also wie gesagt, eine ganz fürchterliche, ganz gruselige Geschichte, wenn sie denn zutreffen sollte. Und aus unserer Sicht, die Ermittlungen sind wohl noch nicht abgeschlossen, es gibt kein Urteil, aber für uns doch wieder mal ein Hinweis, dass man auch seine Einschätzung jederzeit neu überprüfen muss. Wobei wir ganz ehrlich hier noch dahin tendieren würden zu sagen, ein absolut atypischer Fall, der nicht unbedingt geeignet ist, die Aufsichtsverpflichtung, was das ja mehr oder weniger freie Bewegen in der Einrichtung, die ja in sich schon mal geschützt ist, die meistens durch einen Türsummer noch extra gesichert ist, wo nicht einfach Fremde hineinkommen können, ob man dort seine Position zur Anforderung an die Aufsichtspflicht grundsätzlich überdenken müsste. Gleichwohl, wir geben es hier mal so mit und sagen Ihnen, dass wir ganz genau die Entwicklung auf diesem Feld beobachten werden.